Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 3. Juni und es ist die drittletzte Sitzungswoche, wenn ich richtig gezählt habe. Und dann ist große Pause und am 22. September wird gewählt. Und mal sehen, was dann da rauskommt, ob der Kanzler oder die Kanzlerin so heißt, wie sie jetzt heißt oder anders heißt. Wer weiß das schon. Darüber will ich heute reden mit Gerda Hassefeld. Unter anderem, herzlich willkommen. Scott. Sie sind die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe und die erste Frau in diesem Amt. Das ist richtig, ja. Und Sie sind ja eine engagierte, ob ich Frauenrechtlerin jetzt sage, weiß ich noch nicht. Aber Ihr Vater war Bundestagsabgeordneter, Ihr Ehemann war Bundestagsabgeordneter, Sie sind Bundestagsabgeordneter, der nächste ist Ihr Bruder Bundestagsabgeordneter. Sie sitzen 26 Jahre im Bundestag und haben zwei Kinder. Wie haben Sie das denn gemacht? Tja, das war gar nicht so außergewöhnlich. Das Kinderkriegen war einfach. Ja, ich wollte auf jeden Fall immer Familie und wollte aber auch meine Berufstätigkeit ausüben. Wobei ich vor meiner Zeit als Bundestagsabgeordnete ja auch Abteilungsleiterin in der Arbeitsverwaltung war. Ich habe Volkswirtschaft studiert. Für mich war das immer selbstverständlich, Beruf und Familie und auch meine Leidenschaft für die politische Arbeit irgendwie miteinander zu verbinden. Und dann hatte ich das große Glück, dass mein erster Mann auch mich unterstützt hat dabei. Er war Lehrer und hatte auch teilweise dann seine Arbeitszeit reduziert, um auch noch mehr bei den Kindern da zu sein. Es ging Betreuungsgeld hätte er damals gekriegt. Ja, es ging alles sehr gut mit guter Organisation, aber vor allem mit einer persönlichen Zuwendung zu den Kindern und einer Freude zur beruflichen Tätigkeit. Ich gebe zu, es war damals etwas schwieriger, als es heute ist. Wenn es damals das Betreuungsgeld schon gegeben hätte, wären Sie dann zu Hause geblieben? Nein, ich wäre nicht zu Hause geblieben, aber ich hätte das Betreuungsgeld bekommen, weil es ja nicht davon abhängig ist, ob man zu Hause ist oder nicht, sondern davon, ob man eine öffentliche Kinderbetreuungseinrichtung, eine Kinderkrippe in Anspruch nimmt. Und die habe ich nicht in Anspruch genommen. Ich habe das organisiert mit zum Teil der Großmutter, das heißt der Schwiegermutter von mir und dann auch noch einer Tagesmutter. Wenn wir jetzt in die aktuelle Politik springen, Sie, die CSU und Sie persönlich, nehme ich mal an, sind favorisieren das Betreuungsgeld. Ja. Ist das im Blick Ihrer eigenen Vergangenheit dann überhaupt noch praktikabel? Oder muss man nicht sagen, nee, das irgendwie passt das nicht zusammen? An meinem eigenen Beispiel wäre vielleicht manches anders gelaufen. Ich nehme nämlich auch an, dass es eine Kita bei Ihnen im Dorf nicht gegeben hat. Hat es nicht gegeben, ja. Das ist völlig richtig. Aber mittlerweile gibt es in dieser Region, in der ich damals wohnte, auch Kita-Plätze. Also heute ist die Situation wirklich anders. Ich bin wirklich eine Verfechterin des Betreuungsgeldes und ich glaube, dass man davon sich lösen muss, ob es für einen selber jetzt wichtig war oder nicht, sondern es so betrachten muss, dass der Staat nicht einseitig eine bestimmte Erziehungsform bevorzugen kann, bevormunden kann und damit fördern kann und eine andere nicht. Sie meinen einseitig die Kitas? Genau. Und die Eltern damit zwingen, ihre Kinder wegzugeben? Ja. Ich bin der festen Überzeugung, die Eltern sollen entscheiden, wie sie die Kindererziehung organisieren wollen. Sie alleine haben die Entscheidung und nicht der Staat mit einer einseitigen Bevorzugung. Verstehen Sie denn diesen ganzen Wirbel, Herdprämie und alle diese manchmal Schimpfwörter. Können Sie das politisch überhaupt verstehen? Nachvollziehen bestimmt nicht. Aber können Sie diese Standpunkte dagegen rational nachvollziehen? Ich habe für manche Argumente schon Verständnis dafür. Und ich war auch damals 2008, als wir das diskutiert haben, erstmals diskutiert haben und übrigens mit der SPD gemeinsam schon beschlossen haben, war ich auch eher skeptisch und habe mich dann aber überzeugen lassen und bin heute eine glühende Verfechterin des Betreuungsgeldes. Und zwar eben deshalb, weil es den Eltern den Freiraum gibt, zu entscheiden, wie sie es machen. Und das war für mich die entscheidende Frage. Ich habe die Diskussion um die sogenannte Herdprämie und alles, was so ideologisch da geführt wurde, äußerst unangenehm empfunden, weil nämlich damit auch falsche Informationen an die Bevölkerung gegeben wurden. Das kriegt eine völlig falsche Richtung, nicht? Ja, man hatte den Eindruck, das ist wirklich nur für diejenigen, die zu Hause bleiben, auf Erwerbstätigkeit verzichten. Und das ist es eben nicht. Also beispielsweise eine Ärztin oder eine Krankenschwester mit unregelmäßiger Arbeitszeit
die hat nichts von einem Kita-Platz, der von 8 Uhr bis 16 Uhr offen ist, sondern die muss dann noch zusätzlich etwas organisieren. Und genau für diese zum Beispiel, die nicht ihren Beruf aufgeben, aber eben unregelmäßige Arbeitszeiten haben oder eine Tagesmutter, eine Oma noch zu Hause haben, die teilweise etwas abfedert. Alle diejenigen, die das individuell ganz unterschiedlich machen, die haben eben den Anspruch auf Betreuung. Warum schafft es denn die Union nicht, die CDU und die CSU nicht, das so darzustellen, wie Sie es gerade gemacht haben? Da habe ich sogar verstanden. Ja, wissen Sie, man braucht da einige Sätze mehr, ja, als das mit Schlagzeilen zu bewerkstelligen ist. Und deshalb war es auch so schwierig. Ja. Angenommen, wir bekämen nach dem 22. September eine große Koalition. Die SPD sagt, Betreuungsgeld muss weg. Sie sagen, muss bleiben. Da haben Sie auch den ersten Krach schon. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir eine große Koalition bekommen. Das ist das Erste. Das ist das Erste. Schade. Und ich verstehe auch so manche Argumentation der SPD nicht, sage ich ganz ehrlich. Gerade Peer Steinbrück war damals als Finanzminister auch dafür. Er hat auch öffentlich sich dazu bekannt, hat es auch noch gelobt. Und jetzt kritisiert er es und will es wieder zurückhaben. Also das ist für mich ein Stück Wende. Naja, da hat er ja so mehrere Dinge gemacht, nicht? Ja. Von denen er heute nichts mehr wissen will. Aber bleiben wir nochmal bei den Frauen. Frauenquote ist auch so ein Reizwort. Sind Sie dafür oder dagegen? Und ich will mal unterscheiden zwischen der Frauenquote, die man sich selbst gibt, beispielsweise in einer Partei, in der eigenen Partei gibt, und einer Quote, die Unternehmen etwas vorschreibt. Beim Ersteren war ich auch für die CSU nach langen Überlegungen und langen streitigen Diskussionen dann der Meinung, wir sollten uns selbst auch eine Quote geben, aber die haben wir auch selbst zu erfüllen. In den Gremien auf Parteivorstandsebene, auf Landes- und Bezirksebene. In dem Moment, wo wir aber Unternehmen vorschreiben, ihre Gremien mit bestimmten Anzahl von Frauen zu besetzen, ist das schon, hat es eine andere Qualität. Wir haben uns jetzt dazu durchgerungen, dass wir in den Aufsichtsräten von großen Unternehmen eine Quote 2020, wollen, nicht? Weit im, weg. Im Jahr 2020. Ich glaube aber, Herr Brinkmann, dass wir damit allein durch die Diskussion schon auch ein stärkeres oder ein anderes Bewusstsein in den Unternehmen schaffen, dass sie ihre Führungsfunktionen mit mehr Frauen besetzen. Und das Wichtige ist aber dabei, dass wir zwar in Aufsichtsräten das normieren können, dass aber dabei nicht vergessen werden darf, dass in den unteren Führungsebenen viele Frauen oder eigentlich der Großteil der Frauen betroffen wäre. Und da können wir es nicht vorschreiben. Da muss ein Umdenken in den Unternehmen greifen. Und da muss auch eine Verbesserung von den Bedingungen, Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können, dann realisiert werden. Das ist nämlich in vielen Fällen der Grund dafür, dass Frauen in Führungsfunktionen sich dann doch entweder gar nicht bewerben oder eben nicht genommen werden, weil sie ihre Familientätigkeit, ihre Erziehungstätigkeit mit einer Führungsfunktion, dann wenn Kinder da sind, nicht immer verbinden können. Also wieder ganz einfach, Frauenquote ja, aber jeder soll so machen, wie es er selbst für richtig hält. Ja. Oder das Unternehmen oder das Gremium, so wie Sie. Keine staatliche Bevormundung. Mir wäre es recht, wenn wir möglichst wenig staatliche Bevormundung in diesen Bereichen hätten. Und ich glaube auch, dass wir mit der Diskussion und den Verbindungen, die wir mittlerweile haben, auch das Ergebnis zumindest forcieren können. Das Ergebnis nämlich mehr Frauen in Führungsfunktionen. Sie sind ja eigentlich auch Finanzpolitikerin, aber ich will trotzdem noch beim Thema Frauen in einem Punkt bleiben, Stichwort Mütterrente. Das ist doch etwas, was in unserem Staat hätte längst gelöst werden müssen. Warum ist das so schwierig? Ja, also wir haben momentan die Situation, dass die Frauen, die Mütter, die vor 1992 Kinder geboren haben, nur ein Jahr in der Rente gutgeschrieben bekommen pro Kind. Und diejenigen, die nach 92 Kinder geboren haben, drei Jahre. Das ist ungerecht und das muss geändert werden. Sie haben recht, eigentlich hätte es schon geändert werden müssen oder hätte vielleicht gar nicht so gemacht. Wo der Bürger sagt, warum dauert so etwas, was doch eine Gerechtigkeitsfrage ist, so verdammt lange? Da gebe ich Ihnen recht. Diese Regelung ist damals getroffen worden zum Teil aus finanziellen Gründen.
zum Teil aber auch, weil man, das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit damals, die Rente nach Mindesteinkommen noch für diesen Personenkreis noch weiter gewährt hat. Aber das, verstehen Sie das selber noch? Ich verstehe es schon, aber ich, ich bräuchte lange Zeit, um Ihnen oder anderen das zu erklären. Und es löst auch das Problem nicht ganz, ja, weil es ein Teil andere Frauen sind, die davon betroffen sind. Aber nun kommt ja der Wahlkampf, Sie müssen das denen ja erklären. Ja, deshalb möchte ich auch und möchte meine Partei auch, dass dieses Problem unabhängig von dieser Rente nach Mindesteinkommen so gelöst wird, dass wir die Frauen vor und nach 92 Geburten gleich behandeln. Und da haben wir mittlerweile eine Einigung in der Union, das war nicht so ganz selbstverständlich, dass wir im nächsten Jahr diese wenigstens ein Jahr zusätzlich berücksichtigen wollen und sobald es finanziell verkraftbar ist, auch das zweite Jahr. Das liegt, ist auf der Tagesordnung. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns das auch gelingt. Das ist wieder dasselbe Argument. Jetzt bin ich ein bisschen provokativ. Das heißt, ja, wir geben wie viele Milliarden aus für die Rettung von Griechenland und Zypern, haben das Geld nicht für die Kitas. Jetzt haben wir das nicht für ein Jahr mehr für die Frauen, für die Mütterrente. Also wir, versteht das der normale Wähler noch? Wir haben bei der Bewältigung der Staatsschuldenkrise in Europa nicht Geld ausgegeben. Das sind Kredite, das sind Bürgschaften, das sind Garantien. Aber es schwebt über uns. Das ist Zeit für die Länder, für die Krisenländer, um ihre Hausaufgaben zu machen. Und wenn sie diese Hausaufgaben gemacht haben, dann fließt nicht nur das Geld zurück, sondern dann ist unsere gemeinsame Währung, unsere Währung, es ist ja nicht die Währung anderer, stabiler, ist sie gefestigter und deshalb ist dieser Einsatz mit Sicherheit richtig. Und für die Kita-Plätze übrigens, da hat der Bund mehr Geld ausgegeben, als das zunächst einmal vorgesehen war, mittlerweile fast 5 Milliarden Euro, obwohl der Bund für die Kinderbetreuung gar nicht zuständig ist. Jetzt komme ich auf die Wenn-Sätze und die diskutieren wir nach der Pause. Wir machen jetzt einen kleinen Break. Wir sind ja ein Privatfernsehen. Wir müssen Geld verdienen, jedenfalls ein bisschen. Ich spreche mit Gerda Hasselfeld. Sie war mal Bauministerin, Gesundheitsministerin, seit 26 Jahren im Bundestag, Nachrückerin von Franz Josef Strauß damals. Erzählen wir auch noch ganz kurz danach. Bleiben Sie also dran. Wir reden gleich weiter.